Wer ich bin? Ich bin Bernd Mann. Und manche Leute sagen, ich spinne. Anders lässt es sich wohl auch nicht erklären, dass ich mir freiwillig dieses hautenge, porthässliche Kostüm überziehe und damit durch meine Heimatstadt Schweinfurt, ach schon mal New York, hüpfe. Ich will euch heute mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen und euch zeigen, wie so der normale Arbeitsalltag bei mir ausschaut. Also, ich als Schaukelfreak Nummer 1 bin natürlich total heiß drauf, einfach nur so durch die Stadt zu tingeln und mich an allem festzuschlotzen. Das funktioniert super einfach, auch wenn ich zugeben muss, dass die ersten Versuche ziemlich hart waren. Während ich hier einfach nur zur richtigen Zeit die Fühler ausstrecken und die Richtung bestimmen muss, habe ich es früher so gehalten, das Ganze mit einer Fernbedienung zu kontrollieren. Um ganz ehrlich zu sein, das ging ziemlich in die Hose. Meine Spinnenfäden wollten nicht so richtig und irgendwie bin ich mehr auf dem Boden rumgekrabbelt, als in der Luft herumzuschaukeln. Ganz zu schweigen, dass ich früher, Hüstel, Hüstel, nicht ganz so gut ausgeschaut habe. Mittlerweile habe ich das alles aber wieder im Griff. Wie ihr seht, habe ich eigentlich nichts Großartiges zu tun. Ich schwinge durch die Straßen, gaffe bei besonders hübschen Mädels auch mal gerne durchs Fenster oder stelle mich so richtig protzig irgendwo hin und guck böse. New York ist mein Spielplatz. Das ist also richtig groß. Irgendwann wird Schaukeln halt auch mal langweilig, deswegen habe ich immer meine Karte dabei, auf der ich sehe, wo gerade in der Stadt irgendwas abgeht. Da suche ich mir dann immer was Nettes aus. Zum Beispiel neulich entdecke ich auf der Karte, dass irgendwelche bescheuerten Schulmädchen meine Teddybären klauten wollten. Da habe ich als Bernd-Man natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Denn wie ihr euch ja sicher denken könnt, hat man, wenn man so ein Kostüm trägt, keine Freunde. Die Teddys sind also meine einzigen Kuschelpartner. Deswegen wetze ich da mal hin und vermöbel die Mädels. Ob ich ein Problem habe, Frauen zu prügeln? Hallo, es geht um meine Teddys. Wenn es ums Kämpfen geht, ist das eigentlich eine relativ entspannte Geschichte. Ich lasse es da ziemlich unkoordiniert angehen, das haut dann schon irgendwie hin. Problematisch wird es nur, wenn ich es mit mehreren Gegnern zu tun bekomme. Denn meine unterdurchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne sorgt dafür, dass ich da mal leicht den Überblick verliere. Übrigens, auch hier waren die Anfänge mehr als schwierig. Anfangs prügelte ich mich wie ein Samba-Rasselmann durch die Gegend. Das klappte zwar auch irgendwie, aber so richtig effektiv war das nie. Stellt euch das mal so vor. Ein Koch fuchtelt wild mit seinem Messer herum und mit etwas Glück trifft er auch ab und zu mal das Schnitzel, das er zubereiten will. Dass das Ganze ziemlich in die Arme geht, muss ich euch ja nicht extra sagen. Auch hier habe ich aber relativ schnell rausgefunden, dass es auch einfacher geht. Gut, jetzt wird es mal Zeit, dass ich euch mal einen Freund von mir zeige. Dieser nette Polizist ist der Shashi. Wenn mir langweilig ist, greife ich ihm immer etwas unter die Arme. Das heißt, ich helfe ihm, Verbrechen zu bekämpfen. Leider hat Shashi überhaupt keinen Bock drauf, dass ich bei ihm mitfahre. Deswegen muss ich ihm immer hinterherwetzen. Hier geht es gerade darum, eine Bande von Punkern zu vermöbeln, die ein Stromnetz lahmlegen will. Kein Thema, also kriegt die verfilzte Bande eben was auf die Platte. Punkrocker hin oder her, hier ziele ich erstmal auf die Schwachstelle jedes Mannes auf diesem Planeten. Sein Auto. Nachdem ich die Motorhaube schwuppdiwupps weggezogen habe, sind die Punks traurig und gehen daheim erstmal ein Bier trinken. Nichtsdestotrotz gelangt ein Wagen trotzdem zum Stromwerk. Mit einer Bombe wollen sie das Netz kaltstellen. Das muss ich auf alle Fälle verhindern, denn ohne Strom kann ich kein Fernschauen. Da die Kiste nach einem Unfall unter Spannung steht, muss ich den Saft irgendwie abdrehen. Und jetzt kommt was total Cooles. Ich schalte meinen Spinnensinn ein. So sehe ich nämlich auf einen Blick, wo sich wichtige Objekte befinden und ich kann das Ding mir nix, dir nix abschalten und die Bombe artgerecht entsorgen. Das wäre einer. Ach ja, in New York ist halt immer was zu tun. Logisch, dass da noch dickere Brocken warten. Zum Beispiel scheinen einige Echsen aus einer Tierhandlung entflohen zu sein, der Lieferjunge einer Sandfirma ist auch irgendwie auf mich sauer und seitdem ich meinen Anzug falsch gewaschen habe, hat sich das Ding auch noch irgendwie verfärbt. Wenn mir ganz öde ist, nehme ich auch noch ein paar Fotoaufträge an und verkaufe zum Beispiel die Bilder eines Staus oder eines Streiks. Klingt unspannend, ist es auch. Aber wie dem auch sei, wer dachte, das Leben eines selbsternannten Superhelden sei extrem cool, sollte umdenken. Klar, das Herumschwingen durch die Stadt macht Laune, aber selbst das ist relativ schnell ermüdend. Wenn ihr Bock haben solltet, mal ein paar Tage mit mir zu verbringen, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Zwingend notwendig ist das aber nicht. Ich schaue jetzt mal wieder, dass ich meinen Anzug in den Griff kriege. Bis später, tschö, euer Bernd Mann.